Herzlich willkommen zu einer Runde World of Warships hier aus Steel Game Studio. Mein Name ist Master Schröder, bei mir ist das Thompson. Hallo. Hallo. Und wir fahren heute die Cleveland und die Nürnberg in einem Standard Battle. Ja, gleich zwei Teamkiller im Team. Wenigstens nicht den Zerstörern, sondern den Schlachtschiffen. Ja. Ob das jetzt nur schön oder nicht schön ist, oder besser oder nicht besser, das weiß ich aber auch nicht. Ich glaube, da ist es schwieriger, Teammates zu killen. Naja, du hast ja in dem einen Battle auch festgestellt, dass der dass das irgendwie sich gegenseitig abgefackelt haben, ne? Ja. Ah, wo wollen wir hin? Fahren wir. Wir haben rechts einen Teamkiller und links einen Teamkiller. Fahren wir links lang? Okay, links. Ach, jetzt habe ich wieder vergessen, die besseren Einbauteile reinzubauen. Na egal. Wurscht. Hätte man mal gucken können, was man so für Targets bei dieser komischen einen Mission da hat. So, wieder eine neue an jetzt. So, wieder neu angefangen. Da ist ein Bomber unterwegs. Ich glaube, ich habe das Radio vergessen anzumachen. Naja. Müssen wir die Folge leider mal ein bisschen ohne Radio auskommen. Immer auch hin, oder? Ja. Das sind gegnerische Bomber. Ich schicke mal meine Flieger hoch. Ah, ich habe sie schon mal markiert. Dreh mal ein bisschen ab, weil wahrscheinlich bin ich schon gesichtet. Ja, ich auch. Krieg meinen Abfangjäger mit hoch. Flugabwehr habe ich auch noch mit T quasi ein bisschen in Angriff genommen. Aber wir holen auch nichts runter, ne? Doch. Ah, sehr schön, da konnte die Bomben nicht ablegen. Sehr gut, das war gut. War aber auch genug Anti-Air jetzt hier gerade am Feuern. Hast du einen gekriegt davon? War. Sogar jetzt habe ich meine Mission, ich hatte, gleich erfüllt. Ich habe gar keinen. Ah, ne? Ich habe sogar vier anscheinend. Weil zuerst hat es mir nur zwei angezeigt. Oh, da waren sogar welche drauf, dem Schiff, was da gesichtet war. Ich war mal hinter der Furutaka, aber hinterher hier weiter. Obwohl die gerade seitlich abdreht. Aber ist schon mal gut, dass wir von dem einen Flugzeugträger schon mal eine komplette Bomberstaffel wegkamen. Ja. Gegnerbereich B erobert. Okay. Mexiko auf 22 ist ziemlich weit weg. Ich glaube, die fahren alle andersrum da um die Insel. Bei A gleich. Ja, glaube ich, ganz schnell Punk ab. New York, Cleveland, New Mexico. Ja. Und in C ist halt noch irgendwo der kleine Zerstörer drin. Ach, alles Gegner, die ich nicht zwingend sehen will. Jetzt schießt er da aus dem Nebel raus. Mach das nochmal. Ich sehe ihn nicht. Urutaka scheint hier reinfahren zu wollen. Die Nagato auf 20, die könnte uns schon kriegen. Dann haben wir eine Cleveland auf 10. Cleveland auf 11. Ja. Und eine New York auf 13. Cleveland und den Zerstörer noch näher, weil ich bin detected. Ja, ich gerade nicht, aber das könnte gleich was werden. Jetzt bin ich auch detected. Da ist eine Omaha auf. Ich rede mal ein bisschen nach links ab. Ziemlich langsam unterwegs zu sein, da
Setze ich mal einen drauf ab. Ah, auf der Oma haben wir mal drauf. Oh, 2000 Schaden gemacht, sehr gut. Oh, jetzt haben wir Terraforming, das wollen wir nicht. So, ich drehe mal auch ab hier, oder warte mal, kann man den Cleveland eventuell... Ah, die hat umgedreht, okay, die fährt weg von uns hier. Kann ich hier über den Buckel drüber wegschießen? Ja, kann ich, sehr schön. Ach, das ist New York, wie ich da sichte. Oh, New York angezündet, sehr schön. Ja, habe ich vor, mein Bruder. Wenn ich sie sehe, dann schieße ich sogar drauf. Ja, ich habe Terraforming, glaube ich, ne? Oder geht's durch? Naja, zwei gehen durch. Drei sind sogar durchgegangen. Schön am Rand aufhalten hier. Sehr schön, haben wir auch wieder drauf. Feuer hat aber gelöscht instant. Bösewicht. So. Kann er zu uns zu kommen? Einen habe ich abgeschossen, zwei habe ich abgeschossen. Nächstes kommen hier noch Bomber. Aber ich bin eigentlich ein bisschen zu weit vorne hier. Ich glaube, das ist nicht gut für mich gerade. Ist auch ein von weg. Vorne kommen noch Torpedoflieger. Ja, bin drauf. Und die Jäger sind auch direkt über uns unterwegs. Oh, Zerstörer hier auf, oh Gott. Er hat mir auch viele Torpedos da gelassen, aber es trifft mich keiner. Sehr gut, bin dran vorbeigekommen. Er war auf 6 Kilometer, der Zerstörer. Ich glaube, ich sollte nicht so nah an die New Mexico ran hier. Zerstörer ist ja direkt im Nebel drin auf 7 Kilometer, ne? New Mexico kommt hier bei der Insel vorgefahren. Gucken wir doch mal, ob wir der nicht ein bisschen... Begrüßungsgeschenke geben können. Ah, er wird wahrscheinlich hinter der Insel lang fahren dort. Und meine Torpedos nicht nehmen wollen, ne? Fährt er vor der Insel lang oder hinter der Insel? Er fährt vor der Insel lang oder fährt er gegen die Insel? Hinter. Oh, ich fahre hier direkt auf den Zerstörer drauf zu. Auch keine so gute Idee. Ja, kann der Vollbremse gemacht. Ja, ja. Ja, ich wollte ihm eigentlich ein paar, Was ist der Zerstörer? Scheiße. Die Torpedos werde ich wahrscheinlich nicht ausweichen können und da ist nur New Mexico auf 6 Kilometer, die auch noch schießt. Jo, dann kriege ich ja noch von oben auf dem Dach. Löschen mal die ganze Sache hier ein bisschen. Der fährt rückwärts. Ich muss mein Torpedos raus. Mist. Vielleicht leicht intelligenter legen sollen die Torpedos. Ja, nun ist doch mal gut hier. Warum gehst du den ganzen Tag auf mich? Mist, ich gehe unter. Schade, macht leider viel zu wenig Schaden wieder. Viel zu wenig Schaden mache ich.
Das wird mein Untergang. Na, noch nicht ganz. Aber jetzt. Blatt. Ja, viel zu weit vorne unterwegs gewesen. New Mexico ist rückwärts gefahren. Schade, schade, schade. Da hätte ich natürlich gerne Torpedos reingesetzt, aber. Na, hat Witze machen. Also auch ganz schön unter Beschuss vom Carrier gestanden mit einmal. Also da hat sich wirklich irgendein Carrier voll auf mich eingeschossen gehabt. Hat mir mehrfach die Bombe auf den Kopf gegeben. Hatte nicht viel Möglichkeiten dort noch auszuweichen. Leider. Und schade, dass meine Torpedos nicht angekommen sind in New Mexico. Eigentlich habe ich dieses riskante Manöver dadurch aber leider für, mich für mich selber rechtfertigen wollen, weil ich den Torpedos auf die New Mexico legen kann. Aber ich habe nicht gesehen, dass der... Oh, die tun weh. Ah, ging noch. Ja, ich wollte es eigentlich wirklich so für mich rechtfertigen, für mich selber, dass ich da Torpedos ablegen konnte, aber naja. Und er ist auch rückwärts gefahren. Ich hätte sie wirklich weiter streuen sollen, nicht beide drauf konzentrieren sollen in die Richtung, sondern... Naja gut, man spielt dieses Spiel ja auch, um ein wenig zu lernen, ne, mit der Zeit. Wo die 55 Treffer gesetzt habe, nur 18.000 Schaden gemacht. Das ist wirklich so, was dieses Flugzeug oder dieses Schiff macht. Irgendwie extrem wenig Schaden, ne? Also ja. Auch wenn du viel triffst, machst du selten Schaden. Ich glaube, der hat halt ein ziemlich kleines Kaliber. Du fährst gleich in eine Insel? Ja. Mach mal noch ein bisschen Steuerboard oder Backboard. Eins von beiden. Ich weiß gar nicht, ob die Folge, wo wir uns darüber streiten, online ist. Oder, nee, das haben wir im Stream, haben wir das, ne? Bitte? Ah, jetzt hat der gleiche Carrier, der mich ausgesucht hatte, dich. Kannst du irgendwie deinen Flak Concentrate Fire geben, ja, oder so? Okay. Also daneben, liebe Carrier. Ja. Aber das Schöne ist, dass die Jäger von unserem Carrier hinterhergehen erstmal. Also die Bomber-Manie, die sollte dann gehen, der nächste Bahn davon. Ja, ich selbst habe schon 25 runtergeschossen, also. Ich habe 6 gekillt, 6 Flieger. Also die Cleveland, die ist auch von der Anti-Air ziemlich mächtig. Ja, erstmal gar nicht so schlecht. Ja gut, schön, dass wir jetzt Punkte einnehmen, das finde ich gut. Es gibt auch nur noch einen Zerstörer, ein Schlachtschiff und beim Carrier. Ich sehe da leider nicht genau, wo der ist. Ich hab jetzt ein bisschen weiter vorhalten müssen, aber ich. Jetzt ist ja nicht mehr aufgeklärt. Er schien ein bisschen zu weit hinten gewesen zu sein. Aber Cap den Cap erstmal. Ja. Cap den Cap. Da war er. Ist da war er. Nicht. 14,4 schaffst du nicht? Nee. Weil er fährt ja weg. Achso, ich hab das eingenommen. Carrier ist übergegangen, sich selber zu schützen. Also greift direkt an, die jetzt bei ihm da ranfahren. Ah, mein Geschoss ist abgeprallt, aber jetzt wurde er versenkt. Ist doch nicht wieder schlimm. Kannst du B noch einnehmen, wenn du Bock hast? Vielleicht habe ich irgendwie nicht sehr viel Schaden gemacht. Ich auch nicht. 18.828. Jetzt nicht so, auch sondern. Ich habe ich gerade runtergeschossen, das. Ja. Auch schön. Oh, den Zerstörer hat es auch zerlegt. Liebe ist ein schönes Schiff, ne? Ja. Muss man sagen, war in der Beta war die noch mächtiger. Hast du gehört? Ich habe mächtiger gesagt. Ja. Auch untergegangen. Mir gar nichts mehr zum Spielen ab.
Da ist eh gleich vorbei, ne? Steht 913 zu 563. Ja. Und du nimmst gerade den vierten Kreis ein, also. Da ist, glaube ich, nicht mehr viel los. That was a great battle. So viel wie hier blinkt durch Anti-Air. Ja. Nochmal einen Bereich erobert. Also ich glaube, du solltest gar nicht mal so schlecht dastehen. Doch noch ein paar Flieger abschießen. Ah, da gerade. Ah, einen. Schön. Sehr gut. Ja, war doch gar nicht mal so schlecht. Also ich habe 195.000 an Kohle, 2.400 an EP. Und 125 freie EP ist 8.800 Schaden. In der Teamwertung. Na? Mit immerhin 1.000, aber sieht jetzt nicht so gut aus. Thompson steht wesentlich besser da. Hätte man haben können. Hat 28 Flieger runtergeholt. Er hat 45 Flieger runtergeholt. Die Ranger hat 27 Flieger runtergeholt. Also die Gegner dürften ja dann. Da waren ja noch welche in der Duft. Also das sind ja ordentlich Flugzeuge drauf, so ein Carrier mittlerweile, oder? Und unser Schadenhorst, unser Teamkiller, der hat natürlich ordentlich sich ins Zeug gelegt. Gut, ausführlicher Bericht. Gucken wir auch nochmal ganz kurz drüber. Wir haben da New Mexico, eine New York, eine Omaha, eine Mars im Carrier und einer Cleveland haben wir ein Flugzeug abgeschossen. Okay. Und der Ranger. Naja, gut. So, Kreditpunkte und TP. Dürfte auch recht zufriedenstellend ausfallen. Sieht gut aus. Das war eine Folge World of Warships hier aus Steel Game Studio. Mein Name ist Master Schröder, bei uns war der Thompson. Auf Wiedersehen. Tschüss.